Hallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa Gamer mit einem weiteren Folge. Medieval Dynasty, wird das so ausgesprochen? Ich hoffe es. Wenn ich schon mal hier bin, werde ich schon mal speichern. Ihr seht, dass ich das, da sieht man, wann ich gespielt habe, 2020. Das war die Version 0212, wir haben jetzt 1403. Ist einiges passiert, ne? 5 Jahre habe ich damals gespielt. Egal, ich speichere jetzt hier und mache einen LP01, Let's Play 01. So, dann habe ich da Ordnung, damit ich weiß, was, wie, wo, wann war. So, zurück und es geht weiter. Ich habe jetzt noch nicht geschlafen. Ich werde jetzt hier erst noch ein paar Bäume fällen und gucken, ob ich hier überhaupt ein Haus bauen kann in der etwas schwierigen Umgebung. Ich glaube eher nicht. Ne? Also die Frage, ob das Sinn macht. Ich vermisse hier die Uhr. Muss ich jedes Mal ins Menü gehen? Ne? Gut, ich weiß jetzt auch noch nicht, was für wilde Tiere hier auf mich zukommen. Ah, Holzstangen. Ja, okay. Zwei, ja, ich bin jetzt sehr stark überladen. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich hier an dem Hang so bauen will. Das ist ja alles viel zu steil. Nahrung, Essen ist lebenswichtig. Ja, ich sehe es. Das muss ich jetzt kurz lesen. Essen ist Leben. Wenn deine Nahrungsanzeige auf Null fällt, verlierst du an Gesundheit. Um das zu verhindern, kannst du dich auf der Jagd durch Sammeln von Ackerbau und von Viehzucht ernähren. Alle Nahrungsmittel verrotten mit der Zeit und können so eine Vergiftung verursachen. Entdecke verschiedene Möglichkeiten, sie länger haltbar zu machen. Durch Trocknen, Salzen oder Zubereiten von Mahlzeiten. Okay. Das heißt, der möchte, dass wir was essen. Inventar. F ist Essen. Ich weiß allerdings nicht, wie viel. Da steht es ja. 3 Nahrung und 2 Wasser. Ist natürlich jetzt nicht so besonders. Aber wenn wir den. Wenn wir das jetzt erfüllt haben mit dem Haus und dann kriegen wir, glaube ich, was zu essen von der guten Dobrow. Ich habe es vergessen. So, wir haben jede Menge Stroh. Wir haben noch Trockenfleisch. Dann nehmen wir da auch noch. Dass wir da. Ich weiß nicht, wie das über Nacht ist. Aber über Nacht, wenn man schläft, auch Essen verliert. Nahrung verliert. Und so, hier sieht es besser aus. Ne? Sind wir natürlich schon sehr nah an der Küste, was aber nichts macht. Setzen wir hier oben, versuchen wir mal hier unser erstes Haus hinzubauen. Ich werde aber hier die Stöcke noch wegnehmen. So, warte mal, wie rüste ich denn jetzt nochmal? 8, Moment, da gibt's doch. Ja, ich weiß. Holz. Wo ist denn der Tupfer? Holzhammer. Holzhammer. Kann ich doch auf die. Würde ich gern ziemlich weit nach hinten legen. Genau, einfach mit 8 auswählen. Und ich jetzt die 8 drücke, habe ich einen Holzhammer. Genau. Und jetzt nochmal Q. Oh Gott. Gebäude. Ach Gott, ja, was es da alles gab. Lager. Lager ist gut. Ich brauche relativ schnell ein Lager. Ein kleines Haus. So, jetzt geht's ab. Drehen mit Q und E. Ja. Ah, jetzt bin ich gespannt, ob es hier irgendwo grün wird. Oder. So, es ist die Frage, wie mache ich das mit der Treppe? Treppe hoch, okay, ist kein Problem, glaube ich.
Ist das hier gut? Die 8. Ich habe irgendwas gedrückt, was ich nicht soll. Lass mich mal gucken, aber es ist jetzt dunkel, ne? Das ist, ich hätte zumindest gern das Fundament noch gebaut. Stein. Oh, habe ich tatsächlich fürs Fundament genügend Steine. Ah, ne. Okay. Gut. Also. Jetzt habe ich natürlich mein Lagerfeuer irgendwo da hinten. Das finde ich ja nie wieder. Bedeutet, ja, ich muss jetzt schlafen, weil es ist jetzt so dunkel. Oder, warte mal. Holzschaufel. Steinmesser, Holzspeer sollten wir jetzt machen. Einfache Fackel. Aber ich hatte doch vorhin irgendwo was von einer Standfackel gesehen. Gesehen, ja. Möbel, Dekoration, Beleuchtung. Kann ich noch nicht. Ah, ich kann die Standfackel noch gar nicht bauen. Technologie. Technologie heißt, ich muss jetzt mal gucken. Ah. Landwirtschaft, Diplomatie, Überleben, Produktion. Technologie. Brunnen, was ist damit? Materiallager. Ach, die kann ich kaufen mit den... Oh Gott. Ich weiß ja gar nichts mehr. Gut. Ich kriege jetzt im Moment noch kein Licht hier hin. Ich kann die Fackel ausrüsten. Warte mal. Ich kann doch die Fackel ausrüsten. Und einfache Fackel. Machen wir die Fackel auf die 7. 7 drücke. Okay. Einfache Fackel. 7. Macht er nicht. F ausrüsten. F Fackel. Kann ich den irgendwo hinlegen? Das ist auch blöd. So, jetzt muss ich ja aufpassen. Ich finde das ja Haus nachher nicht mehr. Ich sollte mir hier jetzt eine Markierung hinmachen. Weil ich nicht weiß, ob ich das nachher nochmal finde, wenn ich jetzt hier rumlaufe. Brauchen noch zwei Steine, da steht das Fundament. Keine Ahnung, ob man das sieht, aber ich muss jetzt... Ich gehe aber gleich schlafen, dann ist das hier alles zu dunkel. Ne? Durst ist kein Problem. Steine sind das Problem. Steine... Ich würde mir eigentlich lieber zeitnah ein Bett bauen, anstatt... Jetzt finde ich keine Steine. Gänseblümchen, keine Ahnung, ob wir die gut sind. Ich nehme einfach mal alles mit. Da ist Stein. So, Johanniskraut, ja. Das ist ganz wichtig. Also hier im Wasser findet man dann doch eher... Solange keine wilden Tiere kommen, sieht man jetzt hier... Ah, da habe ich jetzt den Wegpunkt. Okay. Ja, Steine. Ist das ein Stein? Ja. Inventar, was haben wir? 31, ja. Brauchen wir auch nicht mehr so viel zu sammeln. Was
Steine werden wir noch mehr brauchen. Genau. Ja, aber wir machen uns keinen Stress. Nein, nein, nein. Stein, Stein. Jetzt sind wir überladen. Gut. Dann, ja, ich glaube, das war gut, dass ich das hier markiert habe. Das Haus noch einmal steht und dann weiß ich ja, wo am Fluss hoch. Hallo? Ich könnte aber jetzt den Hammer in die Hand nehmen. Und dann sehe ich das doch. Genau. Ah, die Fackel bleibt dann. Zumindest so lange. So, Holzstamm. Oh, da müssen wir jede Menge Holz hacken. Fackel wird wahrscheinlich irgendwann... Ah, mit F kann ich die wieder zurückrüsten. Auf der 1 habe ich, glaube ich, die Steinaxt. Ich drücke mal Q. Das ist falsch. So. Okay. Dann wieder den Bauhammer ausrüsten. Das war die 8. Da ist unser Haus, ja. Okay. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt ein Feuer machen. Und schlafen. Das Feuer kann ja jetzt vor der Tür erstmal sein. Und ach, Schlaf muss man bei. Schlaf bis zum nächsten Tag, genau. So, jetzt gucke ich mal direkt, wie sieht das aus dem Essen? Weiß nicht, ist es weniger geworden? Ich glaube nicht, ne? Okay. Dann nochmal die 8. Also ich brauche Bäume. Würde ich jetzt sagen, mache ich hier erstmal ums Haus rum Bäume weg. Ich würde aber auch gerne den Baumstumpf wegmachen. Ach so, Schaufel. Auch eine Schaufel für Wasser. Ah, Flüssigkeitszufuhr, ja, ist mir klar. Danke für den Hinweis. Ich will nichts sagen, aber mit dem Essen, das die Beeren sind, ja, Beeren muss man gucken, die reifen erst irgendwann. Gut, irgendwann werden wir, glaube ich, Behältnisse haben, die wir mitnehmen können. Hier ist noch ein Stein. Ah, ich komme jetzt hier auf, jetzt Zeug zu sammeln. Ich weiß, die kann man essen. Muss halt nur gucken, was ich esse. Ob das irgendwie irgendwelche Gebäude... Ja, habe ich verstanden. Will ich jetzt auch nicht alles vorlesen. Muss mich jetzt ein bisschen beeilen, leider Gottes, weil es tatsächlich mit dem Essen problematisch werden kann, ne? Aber ich glaube, ich kann mir eine Steinschaufel bauen. Die habe ich vorhin im Menü gesehen, ne? Drecks so viel, ja, haben wir gleich. Holzstamm und die 8. Boah, ist das gut. Ich freue mich. Bauen, Reparatur, zerstören, okay. Jede Menge Stöcke. Stöcke haben wir genug da. Aber das ist für die Wände, ne? Neues Gebäude freigeschaltet, der Brunnen. Gut.
Brunnen muss ich gucken, aber brauche ich hier eigentlich jetzt im Moment noch nicht. Aber ich glaube, wenn man mal, je mehr man baut, umso besser wird man, kommt man voran. Ne? Ja, gut, dass wir so viele Stöcke, Anführungszeichen Zweige, gesammelt haben. Holzstamm. Ah, okay. Dann machen wir das hier erst fertig mit den Stöcken. Und dann sammeln wir Holzstämme. Ja, hält schon ein bisschen auf, ne? Muss man schon sagen. Essen ist noch okay, aber wird langsam aber sicher kritisch. Das ist aber bei den Überlebensspielen immer das Problem. Du wirst da schon ein bisschen in die Progressivität reingezwungen. Was kommt hier rein? Ah, Holzstamm. Denn irgendwann verhungerst du und da musst du dich drum kümmern. Dann kommst du schon in die Bredouille. Aber das will ich jetzt hier auch nicht einstellen. Das ist ein bisschen Ehrgeiz, muss schon noch sein, ne? Man kann das ja alles vereinfachen. Ja, aber mit der Übersetzung bin ich jetzt etwas überrascht. Ich dachte immer, das wird auf Deutsch erscheinen. Gut, das ist so viel, gibt mein Englisch noch her. Ist kein Problem. Holzstamm. Ah, habe ich jetzt Beeren gesammelt? Nee. Muss man länger festhalten. Da ist der andere. Gut, die Stümpfe mache ich nachher weg, weil die brauche ich. Ja, hier liegt noch ein Stamm, den habe ich nicht gesehen. Du trägst so viel. Wie viel? Es geht noch. Werde ich ja gleich wieder los. So, nochmal die 8. Was heißt hier dekorieren? Ach Gott. Okay. Wände auch dekorieren? Ja, da guck hin. War das früher auch schon so? Weiß ich gar nicht. Schon zu lange her. Gut, egal. So, hier können wir jetzt mit unserem Stroh arbeiten. Ich habe doch gewusst, dass wir das brauchen. Ja, Rieddach halt, ne? Was fehlt? Ah, Holzstämme schon wieder. Oh Gott. Machen wir das eben fertig. Dann laufen wir nachher rund, oder? Da steht ein Baum. Den, ja, der ist zwar. Ich muss da sowieso Platz schaffen. Es können ja im Laufe der Zeit Häuser dazukommen. Ne? Und ich möchte versuchen. Ich muss ja ein Dorf bauen, ne? Geht ja nicht anders. Und ich möchte versuchen. Den Fluss durch das Dorf laufen zu lassen. Ne? Das müsste eigentlich gehen, weil es ist zwar etwas unwegsam hier, aber so ein Bergdorf, das ist doch was Schönes. Ne? Glaube ich doch mal. So, die 8... Ne, da. Einmal. Essen. Oh, oh, oh. Aber ich muss das Haus erst bauen, ne?
Und dann kann ich erst ins Dorf, dann kriege ich irgendwas zu futtern. Aber es nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Ich muss essen. Ich kann hier noch ein Haferbrötchen reinstopfen. Bringt. Oh, 55 Nahrung. Da sind wir wieder voll da. Also, F. Ja, ist doch okay. Dafür gibt es ja die Sachen, ne? Das hat sich ja jetzt schon gelohnt. Was fehlt denn hier? Wieder mal Holzstämme, ne? Die ist gleich durch, die Axt. Kann ich die reparieren oder muss ich die neu machen? Gucken wir uns doch mal an. Axt. Ablegen. Nee, muss ich tatsächlich neue bauen, ne? Ich sehe hier nichts von reparieren. Schade. So, wir können ja nachher auch Wege bauen. Ja, Steine nehme ich auf jeden Fall auch mit. Was war das hier? Ah, Morschel. Muss ich gleich mal. Stock. Ja, okay. Stein, ganz wichtig. Werden wir noch viele, viele, viele brauchen. Aber ich glaube, das kann nachher alles hergestellt werden. Weiß ich noch gar nicht. Alles gut. Nicht vorgreifen. Opa. Ah, Johanniskraut ist sehr wichtig. Gut. Da liegt noch ein Baum. Wir sind wieder überladen. Noch ein Stock dazu und die 8 nochmal. Wieder falsche Taste. Ja, so kennen wir den Opa. Was fehlt hier noch? So, das wäre dann. Ah, drin ist noch irgendwas. Dachboden. Ach, ich muss hier nichts drücken. Aha. Boah, es ging jetzt aber zu schnell mit dem Lesen. Aber ich glaube, man kann das so. Kapitelquest. Kapitel sind eine Reihe von Missionen, die zu Beginn des Spiels erscheinen und die dich mit den wichtigsten Aspekten des Spiels vertraut machen. Sie leiten dich durch die ersten Phasen des Siedlungsbaus, durch das Abschließen von Kapiteln erreicht ein Dorf nach und nach höhere Entwicklungsstufen. Von diesen hängt die maximale Anzahl an Gebäuden ab, die du errichten kannst. Aha, okay. Da muss ich mal ganz kurz nochmal angucken. Buildings 1 von 1. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch gar keine. Achso, dann geht's weiter. Ja, okay. Ah ja, gut, komm. Neue Quest, Unigos Geschichte. Ich muss jetzt runter zu dem. Zu der Dubrovnika. Dubrovnika. Was hört sich doch gut an. Schon wieder 23 Minuten. Ist ja nicht zu glauben. Rohbau. Dekorieren, ja. So, was ich irgendwann natürlich brauche, ist Licht. So. Ach ja, wir können ja auch Handel betreiben. Jetzt muss ich mal eben gucken, was. Ich weiß, bei der ersten Version, da habe ich immer die ganzen Stöcke verkauft. Ja, Drogenfleisch natürlich nicht. Steinaxt bringt 40 und meine ist eh kaputt. Da bringt die auch keine 40 mehr, ne? Glaube ich kaum. Die Morschels, ah ja gut, ist nicht viel. 30 Holzhammer. Haferbrötchen werden wir natürlich auch nicht verkaufen. So, was haben wir hier? So, das ist nur die Dings, Fertigkeiten. Müsste ich jetzt mal so langsam gucken. Ich kann hier die Überlebenskenntnisse, die Unempfindlichkeit, starke Leber. 25% höhere Giftresistenz ist natürlich nicht schlecht. Temperaturtoleranz, okay. 5% mehr Erfahrungsgewinn bei Überlebensaktivitäten wäre mit Sicherheit sinnvoll. Ja.
Ich habe ja sonst keine Wahl, ne? So, doch Technologie kann ich was machen. Den Brunnen. Gebäude auswählen. Stockzaun, Stockgatter, da sehe ich noch keinen Holzschuppen. Also im Brunnen, ich kann hier gar nichts machen. Das muss erst freigeschaltet werden. Was immer das jetzt ist, keine Ahnung, muss ich jetzt nochmal gucken. Gebäude auswählen. Keine Schemata zum Freischalten. Ach so, das geht irgendwann auf, da kann ich die Sachen hier freischalten. Gut, es regnet natürlich und werden natürlich jetzt erstmal noch eine Runde trinken. Das ist jetzt ein kleiner Nachteil, aber das ist der Hauptgrund, warum ich die Ausdauer weggeholt habe. Ne? Einfach nur, weil das sonst zu lange dauert. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich glaube, Steinmesser, zwei Steine. Ich muss mal gerade gucken, was das Steinmesser, das kann man glaube ich auch verkaufen. Das heißt, man kann alles verkaufen, was das mir einbringt. Steinmesser, 40. Gut, die 40, das ist aber, das werde ich nicht bekommen, glaube ich nicht. Also das wäre zu viel verlangt. Oh, ich sehe aus wie ein Schwein. Entschuldigung. Und dreckig bin ich auch noch. Gut. Wow. Okay. Ah, Vögel abschießen, das macht mir jetzt gar keinen Spaß. Gut, Tiere erlegen. Ich werde Tiere erlegen müssen, habe ich gar keine Wahl, ne? Aber jetzt kommt erstmal. Ach, Hasenfall aufstellen. Oh, das hätte ich können zuerst machen. Ich depp. Die Markierung, da muss ich sitzen lassen. So finde ich mich ja sonst nie zurecht. Ich muss erst die Hasenfalle aufstellen. Holzspeere. Holzspeer herstellen. Ja, Tier jagen und eine Jahreszeit lang überleben. Na gut, das werde ich ja wohl noch hinbekommen. So, hier ist mein Haus. Hasenfalle. Stellen wir nicht direkt in die Nähe. Hasenfalle. Kuh. Was ist das? Nein. Hasenfalle. Vogelfalle. Rattenfalle. Fischnetz. Okay. Okay, Hasenfalle. Können wir schon bauen. So, die muss man doch, glaube ich, aktivieren, ne? Ja, genau. So, Hasenfalle ist erledigt. Holzspeer. Holzspeer. Q bitte drücken. Handarbeit. Messer. Einfache Fackel. So, meine Steinachse ist eh gleich durch. Dann machen wir da auf. War eigentlich Quatsch, aber die kann ich dann von mir aus auch noch verkaufen. Holzspeer muss ich machen. Holzspeer ist ein Holzstamm, brauchen wir dafür. Gut, die 1. Reicht das noch? Hoffe ich doch. Boah, freue ich mich, dass ich das Spiel hier angefangen habe. Ah, es hat automatisch die neue genommen. Stein. Ach, nehme nicht so viel mit. Jetzt musst du so viel schleppen. Ich muss immer noch Holzspeer bauen. Opa. Ganz ruhig. Jetzt macht keinen Stress. Da ist er. So. 3 Sekunden.
Kriegen wir hin. Den Holzspeer machen wir mal auf die 2. Da komme ich recht gut hin. So. Also, so geht das. Ja, okay. Ich behalte meine Hand, falls irgendwas begegnet. So kann ich pieksen. Tier erlegen. Okay, den Rest kann ich, habe ich keinen Einfluss drauf. Indirekt. Genau. So, jetzt ist die Folge gleich schon wieder vorbei. Sie ist vorbei. Oh Gott, ich wollte noch da runterlaufen. Okay, ich werde dann jetzt hier einen Schnitt machen und bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, sehr gerne ein Däumchen. Oder vielleicht sogar ein Abo. Ich bin ja noch ganz klein. Und würde mich freuen. Vielleicht auch einen Kommentar, ob das was, ob das schön ist, was ich hier mache, ob das gut ist oder was ich verbessern kann. Ich weiß, bei mir geht es eher ruhig zu. In diesem Sinne, bis dann, euer Opa Gamer. Ciao.